Seid gegrüßt zurück zu Expeditions Rome. Wir sind umzingelt von Feinden. Banditen, um genau zu sein. Ich vermute, hier unten kommen welche. Da, hier hinten. Da oben sieht nicht so aus, als wäre da ein Punkt, an dem sie kommen können. Vielleicht wäre es die schlauste Idee, uns hier hoch zurückzuziehen. Das heißt, wir sammeln unsere Leute. Ah, da können wir nicht hoch. Aber da ist eine Leiter. Wie gesagt, probieren wir das mal. So. Das wäre auf jeden Fall... Fände ich das recht günstig. Das Problem ist, das letzte Mal, als wir gegen Banditen gekämpft haben, kam unendlich viel gefühlt. Vielleicht sollten wir auch wirklich einfach vorstürmen, die erledigen. Kriegen für jeden Erledigten einen Aktionspunkt. Kannst doch theoretisch ein paar erledigen. Du holst dir dort hinten die, zusammen mit dir. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ihr drei dort mit dir. Wie geplant. Sie laufen okay. In unsere Falle. So, erstmal bin ich raus. Wie immer, erstmal Logistik. Dann kommst du her und verpasst ihm eine. Nummer 1. Dann für dich. Hierher. So, du wirkst gut. Die sagt auch den. Oh, das reicht sogar. Müsst ihr jetzt mehr Schaden kriegen. Natürlich reicht es nicht. Das reicht. So. So. Schauen wir mal den anderen Bogen. Diesmal den an. Der ist direkt weg. Gut. Gucken wir mal, wie es mit dem aussieht. Der hat überlebt. Das ist aber nicht schlimm. Ja. Verpasst den mal. Du kommst hierher und... Ach, der hat halt Schild. Aber für mich nicht so schrecklich. Der. Ich habe eine Frau und Kinder. Ja, gut, das ging einfacher als gedacht. Den können wir mal zerlegen. Wir könnten nach dem einen Attentäter Dolch mal gucken. Das letzte Mal, als wir so einen Kampf hatten, das war ja schwieriger. Diesmal haben wir praktisch jeden einfach erledigt. Oh. Ja. Aber abgetragen, also. Dann geht ihr mal da hoch. Hierher. So generell, ja. Abgetragen nutzt er mir nichts. Der hat nur zwei Fähigkeiten, also weg damit.
Lesen, lesen, Geld. Haben wir alles. Damit sind wir wieder einige Dinari reicher. Und wir müssen noch mal einen Bär nachbekommen. Karte verlassen, verlassen. Ja, ich glaube nicht, dass die Räuber damit gerechnet haben, dass das so schnell ging. Habe ich auch nicht. Und hier ist Sektor erobert. Nichts gefunden. Ja, theoretisch könnten wir einfach mal da unten hingehen. Bei den anderen Stellen ist ja auch nochmal aufgetaucht, was? Und hat sich noch nicht erfrischt, aber 8 bis 16. 10. Für 10 gibt es 200. Und für 200 gibt es 8. Theoretisch mehr. Da unten theoretisch auch mehr. Das theoretisch lohnt sich auch das. Hier könnten wir mal angreifen. Das ist nur ein Steinbruch, dann könnten wir mal was machen. Ja. Gut. Dich holen wir mal und bilden dich aus. Commodo Velitis procedere. Dann machen wir mal das hier. Ja. Mehr Beute. Ja. Pferde. Haben wir das mit den Pferden geregelt? Nö. Können wir sie einfach aus der Welt sprengen? Ja. Katapultas candidate! Hostis subsidiis imperatoris instituit! Aha, aha, aha. Kein zerstreut sich, das ist auf jeden Fall wichtig. Starte! Starte! Bugna Vichta est! Könnten gucken mit der Kavallerie. Hier kriegen wir auf jeden Fall. Ging bei allen, also. 50 bis 100. Ja, nee, die zerstreuen sich ja. Dann nehmen wir das hier. Gnade zeigen. Und vorwärts. So. Wir haben beide ein bisschen Erfahrung gekriegt. Das ist okay. Wurde gänzlich vernichtet. 39 Dinar. Nochmal 287. Wir haben 15 Leute verloren. Wir haben ja aber so viel Dinar, die könnten wir uns auf jeden Fall nochmal neu holen. Wir haben 10 Erfahrungspunkte. So. So, dann geht ihr jetzt zum Steinbruch. Jagdgrund können wir auch dann noch machen. Und da unten Farm und ja, gehen wir an den Speer ausposten. Der kann im Moment mitkommen. So, schauen wir mal, ob da noch ob da wieder was ist. Wie gesagt, oben links war ja was Neues. Da hatten wir ja. Da hat ja einer von unseren Legionären Scheiße gebaut. Das da sieht noch aus wie früher. Dann verschwinden wir hier nochmal.
Vielleicht bist du da ja Banditen eingezogen oder so. Ist ein bisschen schade, dass es nicht nochmal solche Befriedungsmissionen gibt. Da unten könnte man noch hingehen. Halt im Moment nicht so. Oh. Unser Freund Lucullus ist um. Wo ist unser Harry? Nee. Ettingen. Vermute, da ist auch nichts zu finden. Frage ist jetzt, wo ist Lucullus? Ist der jetzt dort oben links? Wäre ja nicht schlimm. Soldaten, verschwinden wir! Vielleicht sollen wir ihnen sagen, dass wir schon gefunden haben, wonach sie gesucht haben. Gut. Ja, auf jeden Fall waren da ein paar Leute. War ja ganz spannend. War es dann aber auch. Ne? Kann den ja nicht hinterher. Dann gehen wir. Hier ist schönes Mosaik. Habt ihr Streiftreffer satt, dann versucht eure Gegner zu flankieren, um all ihre Widerstände auf Null zu senken, was euch Angriffe mit vollen Schaden garantieren. Ja, das wird ganz interessant. Das hilft trotzdem nicht, dass meine Leute treffen. Ja, da unten. Ja, Grund, den wir irgendwann hätten mal machen können. So, und hier bauen. Glitschige Steine. Seit einiger Zeit folgt ihr einem kleinen Fluss und sucht eine geeignete Stelle, um ihn zu überqueren. Schnell wird klar, dass es hier keine Brücken gibt, aber ihr findet eine Furt mit glatten Felsen, die als Trittsteine dienen könnten. Den Fluss mit Hilfe der Steine zu überqueren, sollte doch eigentlich eine einfache Sache sein. Aber wie jeder weiß, ist Fortuna eine wankelmütige Göttin. Ein Platscher und ein Schmerzensschrei machen euch bewusst, dass Lucius Emilius auf den nassen Felsen ausgerutscht und in den Fluss gefallen ist. Was das mit Glück zu tun hat, ist, auch eine Frage. Er wird schnell von seinen Freunden aus dem Wasser gezogen, aber er humpelt stark und sein Bein beginnt anzuschwellen. Mit Seufzern der Ermahnung wird Emilius zum Heiler geschickt. Ja. Gut. Euch wollte ich jetzt noch hier hinschicken. 5095 Soldaten. Betreten. Okay. Was machen wir? Erstmal nochmal Denarien sammeln. Also gegen 5000? Das ist schon gewaltig. Wir haben nur 503 Dinar. Legate, kommt vorbei, falls ihr etwas Zeit habt. Die Ausrüstung, die ihr wolltet, ist fast fertig. Und wir können die neuen Pläne durchgehen, die ihr mir geschickt habt. Das ist eigentlich ganz praktisch. Den könnten wir vielleicht tatsächlich mal Bestia geben. Sehr. Ja. Das sieht doch gut aus. Für dich wäre ein neues Schwert vielleicht auch ganz praktisch.
Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Nächsten Angriff abwehren. Das Schwert ist noch nicht ganz so stark. Aber da schmiede ich dann doch lieber einen neuen Gladius und hoffe, dass er die Fähigkeit hat. Legate. So, Waffen will ich schmieden. Ich will ein Schwert schmieden. Ein Gladius. Sieht doch ganz gut aus. Und ein Bogen wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht. Stellen wir gleich zwei in Auftrag. Ein Speer oder ein römischer Stab. Brauche ich einen eine Lanze? Nö, eigentlich jetzt erstmal nicht. Ein Speer an sich bräuchte ich, aber da haben wir nicht. Dann können wir mal noch zwei Schilde in Auftrag geben. In der Hoffnung. 3 bis 4. 5. Was Schaden Minimum. 4 bis 5. 7 bis 8 Maximum. Dass wir nochmal so ein Schild kriegen, wie mein Hauptcharakter im Moment hat. So. Und Waffenkammer und du. Mal eine Auffrischung bekommen. Das wäre natürlich auch noch interessant. Ja. Guten Tag. Wer kein Geld hat, kann es auch nicht an die Räuber verlieren. So. Wieder bei 3500 fast. Du sagst mir jetzt gleich mal, wie es mit meiner Legion steht. Ave Legate. Wie steht's? Wir sind nicht bei voller Kampfstärke, aber wir haben genug Männer, um klarzukommen. Auch falls eine Schlacht bevorsteht. Gut. Schlimmer noch, die Männer haben kaum Erfahrung. Wir sollten in diesem Zustand jeden Kampf meiden. Viele der Legionari werden nach den letzten Kämpfen auf dem Schlachtfeld vermisst. Bis sie auftauchen oder wir ihre Leichen finden, können wir sie nicht mit neuen Rekruten ersetzen. Wie steht es um die Moral unserer ich Legionari? Ich habe noch nie mit stolzeren oder leidenschaftlicheren Männern... Okay. Keine Gratis-Auffrischung. Und ich bin zu geizig, sie mit was anderem zu kaufen. Du hast doch bestimmt Legate, was. Mit den Riss. Legate, ich stehe. Das durchschwätzen können. Lass. Ja. Sieht doch gut aus. Wir können die Garnison verbessern. Und wenn wir die schon mal verbessert haben. Ich hoffe, alles ist gut. Komm mal kurz hierher. Aber. Um. Zu schauen. Gut, wir haben nicht einen zweiten Platz gekriegt oder so. Da wollte ich sicher gehen. Oh, wir haben hier welche, die sind jetzt noch besser, oder? Also kegern die Herstellungsgeschwindigkeit von Kriegslisten. Aha. Hier wäre mir lieber, wenn ich da noch eine Fähigkeit dazu kriegen würde. Gruppe. Immer noch genauso teuer. Gut. Ja, wollte ich nur wissen. Etwas? Ich habe auch nicht gelesen, dass da sich was geändert hätte, aber man weiß ja nie. So, Gegenstände werden hergestellt. In der Werkstatt. Und wir haben noch ein bisschen was zu tun, bevor wir oben uns mit denen anlegen können. 5000 Soldaten sind ein bisschen viel, wenn man nur etwas über 3000 hat. Jetzt haben wir zwar jede Schlacht trotzdem geschlagen, aber... So, wir haben 10 Sklaven erhalten. Das ist eigentlich schlecht. Aber nicht zu ändern. So, das wollte ich.
erfüllt. Gut. Feinde rücken an. Wohin dann? Nikaya. Zögerlich. Nikaya wollen sie erobern. War das? Ach, da. Können sie probieren. Oh, hier holen wir uns noch Geld. Okay. Vielleicht bis die dorthin gehen. So, dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Und schauen uns mal an, was wir da so an Rekruten kriegen können jetzt. Ein bisschen was an Geld haben wir ja jetzt wieder. Außerdem können wir nach den Waffengegenständen gucken. Das wäre auch ganz praktisch. So, die Gegenstände sind fertig. Wir haben 452. Ah, ich habe die Ausrüstung so fertig, die ihr wolltet. Ist ganz gut geworden. Ah, ich überhaupt nicht mehr zufrieden. Ihr könnt sie gleich abholen. Die zwei Bögen sind eigentlich ganz in Ordnung. Trefferchance. Extra durchbohrender Schaden. Zielgenauigkeit 11. Na, der ist ja schon. Der ist auch in Ordnung. Nehmen wir alles. Dann schauen wir erstmal bei dir. Der neue Gladius, 5 bis 8. Ach, hier auch 5 bis 8. Relativ egal. Gut. Das ersetzen wir, auch wenn ich die Fähigkeit ganz gut fände. Machen wir so. Dann der Schild von mir. An den kommen sie halt einfach nicht dran. Zwei mit Hinkauern, der hat auch Hinkauern. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Aber vielleicht kriegst du ja einen besseren. 4 und 3 bis 6. War nicht ganz so zufrieden. Bräuchte es ein Schild mit zwei Fähigkeiten, wenn. Basisschaden geht etwas runter. Aber ansonsten ist er besser. So. Dann noch die zwei Bögen. Den da, der wird natürlich nicht ersetzt, aber vielleicht der hier. Feuer und... Also der da wäre im Prinzip von den Fähigkeiten genau derselbe. Aber die Zielgenauigkeit geht schon mal um 4 runter. Kritischer Schaden um 1 runter. Ja. Ein extra durchbohrender Schaden ist natürlich schön. Basisschaden Maximum um 1 auch schön. Ja. Komm. Den kriegst du mal. Insgesamt halte ich ihn besser. Dann haben wir noch hier unten irgendwo unseren Sagittarius. Das warst du. Der Bogen ist tatsächlich schlechter. Aber auch schlechter als der. Weniger Zielgenauigkeit. 11, der da hat. Den. Dann nimmst du trotzdem mal den da. So. Dann wollen wir hier mal. Du sollst Leute anwerben. Du hier rein und für den Rest kannst du mal hier in die Werkstatt.
Hier rüber muss ich dann noch. Die zwei scheinen sich zu unterhalten. Das machen sie sonst nicht. Ich habe gehört, in Rom ändern Frauen die Farbe von ihrem Haar. Vielleicht hole ich mir in Rom eine andere Farbe. Welche denn? Wie wäre gelb? Geht das? Vertraut mir, Diane. Ich hoffe, alles ist gut. Ihr wollt in Rom nicht blond herumlaufen. Warum? Sagen wir einfach, es ist nicht würdevoll. Ah. Ich stehe euch zu die... Habt okay. Fragen? Chalkedon wird unsere letzte Bewährungsprobe hier sein. Dann kehren wir zurück nach Rom. Freut ihr euch darauf? Ja, sehr. Ich bin mein Fam... Ja, es... Ja, sehr. Ich will meine Familie wiedersehen. Ich will wissen, ob sie in Sicherheit sind. Ihr habt Mutter und Schwester dort, oder? Ja. Ja, meine Schwester ist in einer sehr gefährlichen Situation gefangen. Sie ist mit einem Feind unserer Familie verheiratet. Es tut mir leid. Wenn sie ihm wichtig ist, dann ist sie vielleicht wenigstens sicher. Schwacher Trost, ich weiß. Ich hatte auch Schwester. Ich würde niemandem so einen Verlust wünschen. Was ist mit eurer Schwester geschehen? Sie wurde getötet. Ich habe es nicht verhindert. Wer hat sie getötet? Belassen wir es dabei, bitte. Okay. Drei Gratis-Auffrischung. Und... Ah, wir haben hier einen eingestellt und das heißt, wir gehen weiter. Julia, hast du noch was zu sagen? Die zwei vielleicht. Ich habe nur keine Lust, jedes Mal alle abzuklappern. Was kann ich für euch tun? Nein, du hast nichts zu tun. Was braucht ihr? Dann hast du wahrscheinlich auch. Dominik. Oder? Nee. Zu euren Diensten. Okay. Also, wir sind noch nicht stark genug. Nummer 1, wir könnten einige Sklaven verkaufen. Wir haben 177. Ah. Kriegen wir die nötigen Leute? Naja, wir können den Angriff erstmal abwarten. Sind zurückgekehrt. Frischlinge und ihre Eltern. Ja, wir machen das selber. Ich will jetzt keinen Fall haben. So. Na, wo bleiben die feindliche Armee? Nochmal 32 zurückgekehrt. Kriegen langsam nochmal eine Armee. Neue Kriegslisten im Vorposten freigeschaltet. Das sollten wir... Ah, komm. Wir warten jetzt einfach den Angriff ab. Da kommt er. Gleich. Und hier oben sind jetzt... Das sind jetzt etwas über... Ja, etwa 1000 sind ausgerückt. Kampf entscheiden. Ich will das hier hoch, dass wir zerstreuen bekommen. Dafür brauchen wir irgendjemanden mit Artillerie. Bestätigen. Milites Mandata expectant. Das ist mir egal. Ich will die Zerstreuung haben. Ich muss auf 9 kommen. Wir dürfen nicht mehr zurückkommen. Alicite hostes medium patiens. Quomodo in tugna procedere debet. Ich unterstütze mich im Moment auch sehr dabei. Sind da auch fast. So, das müssen wir schon noch verhindern. Aber wie? So. Das Streit kriegen wir trotzdem. 50 verlieren wir. Ist in Ordnung. Eigentlich nicht in Ordnung, aber... Oh, haben wir jetzt nur noch? Ja, wir bekommen leider nicht noch zwei. Aber wir können Armee verstärken.
Da ja, machen wir Gnade zeigen. Der Ding. Manche Legionen kosten Erfahrung. So. Bestätigen. Miserabler. So. Besiegt und die feindliche Armee wurde zerstreut. Gut. Wir kriegen 20 Denari, 12 Sklaven, 41 Rationen. Wir haben 87 Soldaten verloren. Das ist wirklich schade. Aber die feindliche Armee musste jetzt zerstreut werden. Dass die nochmal zurückgeht, das kann ich nicht zulassen. Wenn wir jetzt die 600 Denari alle noch reinstecken, könnten wir genug haben zum Angriff. Aber ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielleicht holen wir uns auch vorher noch hier unten ein paar Sklaven und hier dürften dann nochmal Gelder zur Verfügung stehen, hier oben auch. Ja, dann holen wir uns nochmal ein bisschen Geld, heuern uns nochmal einige Legionäre an und Soldaten an und dann geht's los. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!